Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der IPCC-Bericht hat uns eines gezeigt, das 1,5-Grad-Ziel kann erreicht werden. Und ein Grund dafür ist eben auch, dass wir in den vergangenen Jahren eine ambitionierte Klimapolitik betrieben haben, dass wir Deutschland und Europa zum Vorreiter in klimapolitischer Verantwortung entwickelt haben. Und meine Damen und Herren, ich halte es für richtig, dass auch die EU-Fachminister sich gestern darauf verständigt haben, insofern die Klimaziele bis 2020 auf den Prüfstand zu stellen. Europa hat eine Vorreiterrolle, das ist richtig so. Und was mir persönlich besonders wichtig ist, ist das, was wir in Deutschland und in Europa an Lösungen überlegen, an Industrien entwickeln, an klugen Ideen hervorbringen, dass das skalierbar ist. Wir retten das Weltklima nicht in Deutschland alleine, wir retten das Weltklima nicht in Europa alleine. Deswegen kommt es der Union, uns bei Klimapolitik darauf an, dass das, was wir vorleben und was wir entwickeln, in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, auch in Schwellenstaaten, in Entwicklungsstaaten nachgelebt werden kann. Nur so kann uns die Klimawende gelingen. Meine Damen und Herren, drei Stichworte will ich Ihnen kurz zurufen. Stichwort Klimaschutzplan. Er ist seit 2016 Leitfaden für eine weitgehend treibhausneutrale Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2050. Wir halten daran fest, wir halten diesen Klimaschutzplan für essentiell. Zweites Stichwort, erneuerbare Energien. Ich finde es richtig und gleichzeitig außergewöhnlich ambitioniert, dass wir im Koalitionsvertrag das 65-Prozent-Ziel für die Erneuerbaren bis zum Jahr 2030 festgeschrieben haben. Das ist nicht ganz einfach zu erreichen. Wenn man es richtig angeht, ist es allerdings auch vernünftige Wirtschaftspolitik. Was allerdings wichtig ist, und dafür müssen wir alle werben, ist die entsprechende Aufnahmefähigkeit der Netze. Und da haben wir noch eine Menge zu tun. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Jahr 2025 genauer wissen, ob wir die 2030er-Ziele erreichen können. Bis dahin müssen wir uns alle einsetzen. Und ich nehme hier das Stichwort Mobilitätspolitik. Mit den neuen und ich finde ambitionierten Zielen für den CO2-Flottenausstoß in Europa, und ich befinde mich da durchaus in ganz anderer Position als die Frau Ministerin, die offensichtlich jetzt allerdings schon davongegangen ist, erreichen wir es, den CO2-Ausstoß auch im Mobilitätssektor weiterhin und deutlich zu reduzieren. Meine Damen und Herren, eines ist mir dabei sehr wichtig. Wir haben langfristig einen deutlich absinkenden Trend der CO2-Emissionen im Mobilitätssektor. Dieser ist gebrochen worden in den letzten zweieinhalb Jahren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir neuen, sauberen Dieselfahrzeugen eine Chance geben, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Anders wird der Klimawechsel nicht gelingen. Meine Damen und Herren, kurzum, wer das Klima retten will, darf den Diesel nicht verteufeln. Stichwort Kohle. Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt. Die wird bis zum Ende des Jahres gute Ergebnisse liefern. Und meine Damen und Herren, ich möchte die Zeit nutzen, mich auch noch mal dem Thema Hambacher Forst zuzuwidmen. Und ich greife da mal die Worte und das Petitum meiner Vorrednerin von den Grünen auf. Wollen wir mal gemeinsam dem Populismus den Kampf ansagen? Und ich habe Ihnen insofern, und Herr Krischer weiß das schon, ich habe meistens Herrn Krischer etwas dabei, damit sich seine Aufregung dann jedenfalls, nachdem ich es gesagt habe, allmählich legt. Ich habe mir mal mitgebracht und werde Ihnen den zitieren. Die Leitentscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die diese am 5. Juli 2016 veröffentlicht hat. Seinerzeit in der Landesregierung SPD und Grüne. Auch unsere Bundesumweltministerin war damals Mitglied dieser Landesregierung, aber die Grünen waren es eben auch und die Grünen stellten den Umweltminister. Und diese Leitentscheidung beinhaltet einige ganz bemerkenswerte Sätze, die seinerzeit der grüne Umweltminister Herr Remmel der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ich zitiere. Entscheidungssatz 1. Braunkohlenabbau ist im Rheinischen Revier weiterhin erforderlich. Dabei bleiben die Abbaugrenzen der Tagebaue Inden und Hambach unverändert und der Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert, dass die Ortschaft Holzweiler, die Siedlung Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt werden. Aha, schon mal interessant. Der nächste Satz, den ich Ihnen zitiere, ist noch interessanter. Und Frau Kollegin Badum, er wird wahrscheinlich auch die junge Frau aus Franken besonders interessieren, die Sie getroffen haben. Wahrscheinlich wird sie das nächste Mal darauf ansprechen. Die Leitentscheidungen von 1987 und 1991, im Übrigen immer eine nicht unionsgeführte Landesregierung und Beteiligung auch der Grünen zum Teil, haben die Braunkohle als sicheren, heimisch verfügbaren und preiswerten Rohstoff bewertet. Diese Bewertung gilt weiterhin. Damit bleibt Braunkohlenabbau in den Tagebauen Garzweiler II, Hambach
und in Nordrhein-Westfalen zur langfristigen Energieversorgung weiter erforderlich. Meine Damen und Herren, Herr Krischer, das sind Ihre Worte, die Sie der Öffentlichkeit verschweigen. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Klimaschutz geht anders. Klimaschutz geht mit dieser Regierung. Klimaschutz geht mit der Union. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD hat das Wort die Kollegin Dr. Nina Scher.